Das ist ein Ackerhummel. Auf einer schönen Blüte ist das... Es ist eine Kleeblüte. Klee, ja. Ja. Ja, sie bilden große Kolonien pro Saison, etwa so bis zu 150 Tiere. Dann Ende Jahr sterben die Arbeiterinnen und die Männchen und die befruchteten Weibchen, die überwintern. In ihrer Bodenhöhle, ja? Ja. Und das hier sind Zikaden. Ja, grüne Zwergzikaden. Man sagt ihnen auch Binsenschmuckzikaden. Wir sehen, auch sie saugen ganz kräftig. Überall gibt es ihre Ausscheidungen, diese Honigtau. Honigtau, genau. Tropfen. Und die mit den hellblauen Flügeln, das sind die Weibchen. Und das dunkelblaue, das Männchen. Genau. Und das ist wie Regen hier. Also das war unglaublich. Wir haben das nur einmal so angetroffen, das haben wir nie wieder gesehen, so viele auf einmal. Aber sind hübsch eigentlich. Ja, und es gibt sie fast überall, von Europa bis Sibirien bis Nordafrika. Hier sieht man schön, wie er saugt, vorne im Kopf, wie es blubbert. Ein Weibchen mit einem riesigen Tropfen. Ich habe eine lustige Geschichte gelesen. Sie sagen, sie singen Liebeslieder. Sie sind zu klein, um wirklich einen Ton zu erzeugen. Das heißt, sie sagen, sie bringen die Pflanze in Schwingung. Und die Partner, die hören oder fühlen das. Die erkennen dann das, ja. Ja. Ist das so etwas hier, wie man sieht? Kann sein. Füßen. Ja. Denkst du, das ist ein Liebeslied? Keine Ahnung. Sie sagen, sie haben die Ohren an den Beinen. Das kleine Männchen hier, das ist beim Balzen, hm? Ja. Bei der Werbung. Ah, vielleicht ist das ein Balzritual mit ihren Füßen und seinen Flügeln. Es sieht fast so aus, ja. Ah, und jetzt sehen wir, da kommt, ist das ein Weibchen hinten oder ein Männchen? Ich denke, ein zweites Weibchen. Ein zweites Weibchen? Das schiebt sich jetzt zwischen die beiden ganz sachte. Ein kleiner Schubs, aber sonst ganz sachte. Also man versteht nicht so ganz, was sie machen. Nein, ich denke, sie sucht sich einfach eine Stelle am Stängel, um zu saugen. Das kann sein. Und der kleine Mann hier, jetzt balzt er sie an. Ne? Ja. Oh, willst du Sex? Nein, danke. Vielleicht ist es doch ein Männchen, er ist nämlich kleiner, die Weibchen sind etwas größer. Ich habe auch fast den Verdacht. Aber das würde heißen, er hat den Falschen gefragt, oder? Oder vielleicht sind sie ja nur. Man kann nie wissen, ne? Ja. Hier wieder. Er wackelt auch noch mit seinem Hinterteil. Mhm. Was klopft sie da an ihren Hinterteil?
Also die Balz ist heftig. Mhm. Und eine Riesengeschwindigkeit mit den Flügeln. Ja, ja. Oh. Was macht er jetzt? Ob er sie animieren will? Es gibt schon sehr vieles, das wir einfach nicht kennen, nicht verstehen, nicht wissen. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das je einmal so gesehen hat. Ja. Er schubst sie richtig. Oh. Kräftig. Sie ist fast nur noch mit dem Rüssel, mit ihrem Stauch, Saugapparat verbunden. Mhm. Ja, er will etwas von ihr, aber sie versteht das irgendwie nicht, oder doch? Aber es sind einfach wunderschöne Bilder. Ja, es sind sehr schöne Aufnahmen. Sie sind kurz vor Sonnenuntergang entstanden. Ja. Sonnenuntergang. Ja, und schließlich mussten wir abbrechen, weil es so dunkel wurde. Die Ameisen lieben übrigens auch diesen Honigtau, aber dort haben wir keine gesehen. Ja. Hier ein Tropfen. Wir sehen, wie er oben anhängt. Und wir wussten nicht, dass im Tropfen, was das ganz genau ist, ob das noch einfach Eiweiß ist von ihrer Ausscheidung oder. Ich denke ja. Was sich da drinnen noch bewegt. Und wir sehen, glaube ich, auch noch den Filmer dort im Tropfen. Ja, das spiegelt. Es spiegelt ein wenig. Naja, es wurde zu dunkel, wir sind nach Hause gegangen. Ein Gartenlaubkäfer. Und die fressen einfach die Blätter. Laub, also abgefallenes und... Ja, und Pflanzen, sie haben gern Eichen, Hasel oder Birkenblätter. Hm. Aber sie treten selten in Massen auf. Da nimmt es sehr gemütlich, ja. Ja. Die Larven, die leben im Boden und die fressen dann Wurzeln. Ah, sind sie Schädlinge? Ist nicht, eben weil sie nicht in Massen auftreten, ist das nicht ein Problem. Ja. Ja, wir haben ihn gefragt, ob er für YouTube interessiert wäre. Er überlegte es sich, aber er hat gesagt, er kenne YouTube nicht und er wolle sich da auf nichts Bestimmtes einlassen, oder? Ja, er nimmt es sehr gemütlich. Ja. Also nein, das YouTube-Zeugs ist ihm fremd. Also. Sissi. Ja. Das wär's für heute. Bis später. Bis dann.